Und dann noch etwas, wenn es dir so schwer fällt vom Kopf her, das kenne ich auch nur zu gut von mir, etwas loszulassen, beziehungsweise dich jetzt so mal auf Fingerschnipp wirklich in eine andere Energie zu versetzen. Weil gerade wenn wir so von vielen Emotionen uns belastet fühlen und eigentlich, boah, so ganz uns runtergezogen fühlen, dann ist das so seltsam. Ich finde das manchmal seltsam, wie das Ego, der Kopf, der Verstand immer noch dran festhalten will. Das ist etwas, was mir da manchmal einfach auch noch schwer fällt. Wenn ich merke, mein Kopf ist jetzt so sehr da drin verstrickt, trotz goldener Schale und will irgendwie daran festhalten, mein Ego, dann stelle ich mir auf dem Boden eine große Acht vor. Und diese Acht, die besteht ja quasi aus zwei runden Kreisen. Und ich stehe dann in diesem einen Kreis von der goldenen Acht, von der Acht. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Dieser Tag ist voller Freude. Du darfst auch glücklich sein. Und du darfst dich auch freuen. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen. Schauen wir mal, wer heute Morgen hier live schon mit dabei ist. Schreib doch gerne mal ins Kommentarfeld ein Ich, damit ich dich sehen kann. Und schreib auch gerne mal, ob ich gut zu sehen und zu hören bin. Heute Tag 19 unserer 21-Tage-Challenge. Wir haben ja nur noch 2 Tage. Ja, heute möchte ich mit dir sprechen über das Thema Loslassen. Wer loslässt, hat 2 Hände frei. Es stammt von einem Mönchen, aber ich kann mir diesen Namen einfach nicht merken. Der ist für mich so unaussprechbar. Wer loslässt, hat 2 Hände frei. Und darüber möchte ich heute mal mit dir sprechen. Frag dich mal, was alles in deinem Leben du an Ballast noch so mit dir rumschleppst. Das können natürlich auch Dinge im Außen sein, materielle Dinge, wenn du dir deinen Kleiderschrank anschaust, wenn du dir deine Wohnung anschaust, Keller, Dachgeschoss, da sind wir so sehr dazu geneigt, Dinge zu horten und aufzuheben, die wir dann eh nie wieder mehr brauchen oder anfassen oder es kostet unsere Aufmerksamkeit, weil wir sie von A nach B räumen. Im Hinblick auf den Bekanntes- und Freundeskreis, frag dich da auch mal, wo umgibst du dich noch mit Menschen, die dir überhaupt nicht gut tun, die dir Energie rauben, die dich belasten, wo du einfach denkst, ja, der Höflichkeit halber umgebe ich mich noch mit diesen Menschen. Und das geht jetzt bitte auch nicht darum, dass du wie so ein Elefant im Porzellanladen sagst, hey, mit dir mag ich ab sofort nichts mehr zu tun haben, ganz und gar nicht. Sondern überleg dir einfach mal, wo du noch zu Einladungen, liebe Christine, wunderschönen guten Morgen, schön, dass du da bist, wo du noch zu Einladungen, Feierlichkeiten oder überhaupt, vielleicht mag es auch in der Mittagspause der Kolleginnen- oder Kollegenkreis sein, wo du dich mit Menschen umgibst, die dir wirklich nicht gut tun. Und dann kannst du auch da loslassen, dich also mehr und mehr mit Menschen umgeben, die wirklich energiespendend zu dir sind, die bereichernd sind. Und im Hinblick auf dein weiteres Leben, im Hinblick auf das Leben, das du dir aus dem Herzen wünschst, was dir selbst entspricht, da ist es natürlich sehr förderlich, wenn du dich mit Menschen umgibst, die schon dort sind, wo du hin möchtest. Denn von denen kannst du lernen. Du tauchst automatisch ja in dieses Energiefeld rein. Ja? Also das hat auch was mit Loslassen zu tun. Loslassen hat aber auch etwas damit zu tun, Energien und mentale Dinge loszulassen, die du immer noch mit dir rumträgst, mit denen du im Unfrieden bist. Mit mentalen Dingen meine ich jetzt eben auch, ja, Verletzungen und Themen aus der Kinderstube oder aus früheren Partnerschaften, wo du noch im Unfrieden bist. Oder mit anderen Menschen überhaupt, wo wir, ja, man sagt, man kann unserer deutschen Sprache so viel in der Richtung entnehmen, wir sind nachtragend.
Letzten Endes tust du dir selbst damit ja keinen Gefallen, indem du nachtragend bist, im wahrsten Sinne des Wortes. Du trägst die energetische Last immer noch mit dir rum. Und demjenigen, dem geht's gut, der macht sich überhaupt keine Gedanken mehr drum, aber du belastest dich damit. Und ich weiß, wie schwer es manchmal vom Ego ist, von unserem Denker her, vom Kopf her, da einfach loszulassen, weil das Ego, der Kopf will da krampfhaft dran festhalten. Aber jegliches Loslassen beginnt immer mit einer Entscheidung, indem du wirklich die Entscheidung triffst, loszulassen und dann die ersten Schritte dahin zu gehen, dass du merken, wie es dir Energie schenkt. Wir verhalten uns ansonsten, um mal noch zwei metaphorische Beispiele zu bringen. Wieso die Fliege, die immer gegen die Fensterscheibe fliegen will, weil sie raus will in die Freiheit und irgendwann liegt sie energielos auf der Fensterbank. Das war's dann. Oder ein Beispiel mit dem Hund. Wenn du dem Hund ein Stöckchen wirfst und der kommt zurück ganz stolz und du willst ihm das Stöckchen holen, dann beißt er sich an dem Stöckchen fest. Und so verhalten wir uns mit den Dingen, die uns dann einfach in der Richtung belasten, die uns Energie rauben, die uns nicht weiterbringen lassen, wie so ein Gummiband, die uns da in der Unfreiheit halten. Christine schreibt, ich merke für mich, wenn mir was nicht gut tut, dann bin ich energielos. Ja, ganz genau so ist es. Also auch immer den Körper beobachten, immer dich fragen, schenkt das mir jetzt Energie oder raubt es mir Energie? Wunderbar, Christine. Hallo, liebe Fanja. Schön, dass auch du dabei bist. Ja, und nochmal zurück zu dem Stichwort, wer loslässt, hat zwei Hände frei. Du kannst dir das auch metaphorisch so vorstellen. Du hockst da, Handflächen nach oben gerichtet und hast da ganz, ganz viele Dinge, die du mit dir rumträgst, die du mit dir rumschleppst, dein Leben lang, die dir endlos Energie rauben, die dich in der Unfreiheit halten, die dich nicht weiterkommen lassen. Und deshalb frag mal, was du alles noch mit dir rumschleppst. Mach, geh da gerne auch mal ins Brainstorming, mach dir einen Zettel. Und es geht auch jetzt nicht darum, von heute auf morgen alles loszulassen, sondern dir einfach mal bewusst zu machen, was schleppst du noch alles an Energien, an Gegenständen, an Menschen in deinem Umfeld mit dir rum, wo du dich besser distanzieren würdest, wo es dir besser gehen würde, wenn du loslässt und so in deine eigene Kraft und Energie kommst. Und indem du einfach eine Entscheidung triffst, loszulassen, das ist immer der erste Schritt oder der zweite Schritt eigentlich. Der erste Schritt ist das Erkennen, der zweite Schritt ist dann eben die Entscheidung zu treffen, eben auch loszulassen. Und ja, ich weiß, das tut manchmal auch einfach weh. Das tut auch weh, sich da von Menschen zu trennen, wo ja, man vom Kopf her eigentlich denkt, ich mag diese Person so sehr und sie tut mir ja leid, weil und, und. Und wie gesagt, es geht nicht darum, der Person jetzt vor den Kopf zu stoßen, wenn es sich um Personen handelt, wo du so die Idee hast, okay, tut mir nicht gut, sondern es geht darum, liebevoll dann einfach ja die Beziehung auslaufen zu lassen. Und auch im Hinblick auf viele Dinge, die wir nicht loslassen wollen, nochmal dieses Beispiel mit der Fliege, die gegen eine Scheibe donnert und immer wieder versucht, da durchzugehen. Das Universum weiß meist den besseren Weg, dich zu leiten zu deinem Herzen, zu deinem Seelenplan, zu deinem optimalen Leben. Wir sind nur mit so einem Tunnelblick da unterwegs und donnern immer gegen diese Scheibe, ja, und halten krampfhaft fest an diesem Weg. Das muss der Weg sein, das muss es sein. Und halten dann eben auch an allem fest, was uns dabei einfach in diesem Tunnelblick lässt. Wenn wir dabei mal nach rechts gucken oder nach links gucken, da sind schon so viele Türen eigentlich, die wir nur aufmachen brauchen, wo wir durchgehen können, wo ein wunderbarer Weg auf uns wartet. Aber wir sind hier so Scheuklappen auf und gucken gar nicht nach rechts und nach links. Okay? Also überleg dir bitte mal, was du bislang noch an energetischer
an mentaler, an emotionaler, aber auch an physischer Last mit dir rumträgst, was dir einfach Energie raubt. Liebe Fanja, guten Morgen, Sonnenschein, gebe ich gerne zurück. So langsam gewöhne ich mich an diesen Hut hier. Okay, und dann mach das nicht alles auf einmal, sondern triff die Entscheidung, zum Beispiel wiederum die nächsten 21 Tage mal dir jedes einzelne Thema anzuschauen und dir dann einen Plan zu machen, wie du das loslassen kannst. Physische Dinge sind, die in deiner Wohnung sind, in deinem Haus sind, im Dachgeschoss oder im Keller, wo auch immer, dann triff da einfach mal eine Entscheidung, dass du, was weiß ich, die nächsten 4 Wochen da mal Kisten machst und aufräumst. Und wenn es dir schwerfällt, da loszulassen gewisse Dinge, dann pack diese Dinge einfach mal in eine Kiste, sortier nach verschiedenen Kategorien, keine Ahnung, Klamotten, Dekogegenstände, Plastikteile oder was auch immer, und stell die dann einfach mal für ein halbes Jahr auch gerne noch mal in den Keller und notierst dir in deinem Kalender. Und wenn du dann in einem halben Jahr in den Keller gehst und hast bis dahin nichts aus dieser Kiste vermisst, dann gib sie her. Deshalb ist es gut, wenn du dann im Vorfeld schon sortiert hast. Das sind Klamotten und das sind Dekogegenstände, die kannst du auf dem Flohmarkt geben, die Kleider kannst du verschenken, Kleiderbörse, keine Ahnung, was auch immer. Und dann gibt es sicherlich auch Dinge, wo du sagst, okay, kann ich nicht mehr hergeben. Das gilt es jetzt einfach zu entsorgen, und im Hinblick auf die Mülltrennung hast du das dann auch schon einfach vorgemerkt. Und dann darfst du natürlich nicht den Fehler machen, nochmal gucken, ah, was ist denn da drin? Weil dann bist du natürlich nochmal geneigt zu denken, oh ja, diese Bluse, boah, die könnte ich ja doch nochmal anziehen. Oder dieses Dekoteil, ach, das könnte ich ja doch nochmal in die Wohnung stellen. Ja? Also dann bitte nicht mehr da reingucken, sondern es dann wirklich hergeben. Weil wenn du ein halbes Jahr lang dieses Teil nicht vermisst hast, dann wirst du es auch weiter nicht vermissen. Okay? Und wenn es um Energien gibt, die dich belasten, und da meine ich jetzt einfach auch Energien, die du auf dich geladen hast, sei es aus der Kinderstube, weil du viel Schelte bekommen hast, weil einfach Verletzungen da sind, dann kannst du das gut machen, indem du dir zum Beispiel vor deinem geistigen Auge eine goldene Schale vorstellst. Du musst diese Schale nicht genau in allen Formen und Varianten sehen. Stell es dir einfach vor, goldene Schale vor deinem geistigen Auge, und nimm dir dann diese Energien, wo du das Gefühl hast, die belasten dich, die auf unterschiedliche Art und Weise emotional etwas mit dir machen. Wo du einfach vielleicht nur das Gefühl hast, sie lasten auf dir, oder es gibt auch Emotionen wie Wut, wie Hass, Zorn, Eifersucht, Trauer. Oder dir ist zum Weinen zumut oder du bist wütend, was auch immer. Und dann stellst du dir vor deinem geistigen Auge die goldene Schale vor und atmest durch den Mund ganz kräftig diese Energien aus und stellst dir so vor, wie du dich davon befreist. Und das machst du dann so lange, bis du das Gefühl hast, so, jetzt ist gut, jetzt fühle ich mich befreit. Und dann stellst du dir einfach vor, wie du diese goldene Schale ans Universum abgibst. Das weiß, was damit zu tun ist. Um die Entsorgung brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Okay? Und dann noch etwas, wenn es dir so schwer fällt vom Kopf her, das kenne ich auch nur zu gut von mir, etwas loszulassen, beziehungsweise dich jetzt so mal auf Fingerschnipp wirklich in eine andere Energie zu versetzen. Weil gerade wenn wir so von vielen Emotionen uns belastet fühlen und eigentlich, boah, so ganz uns runtergezogen fühlen, dann ist das so seltsam. Ich finde das manchmal seltsam, wie das Ego, der Kopf, der Verstand immer noch dran festhalten will. Und das ist etwas, was mir da manchmal einfach auch noch schwer fällt. Und wenn ich merke, mein Kopf ist jetzt so sehr da drin verstrickt, trotz goldener Schale, und will irgendwie daran festhalten, mein Ego, dann stelle ich mir auf dem Boden eine große 8 vor. Und diese 8, die besteht ja quasi aus 2 runden Kreisen. Und ich stehe dann in diesem einen Kreis von der goldenen 8. Ich
spreche manchmal auch gerne von der goldenen Acht, deshalb kommt mir das immer so über die Lippen. Also ich stehe in dem unteren runden Kreis von dieser Acht und schließe dann nochmal die Augen und stelle mir nochmal auch einen kurzen Moment vor, dieses Thema, in dem ich mich gerade ahle, wirklich ahle, was mir so schwer fällt, das loszulassen. Also suhle mich quasi nochmal so und für einen Moment in dieser nicht förderlichen Energie. Ein paar Sekunden, 10, 15 Sekunden reicht. Und dann eine bewusste Entscheidung treffen, in das gegenüberliegende Feld zu gehen. Das sind Dinge, die kommen aus dem Systemischen. Und dann verlässt du mit zwei Schritten, also du machst zwei Schritte in das gegenüberliegende Feld und verlässt so bewusst dieses Dramafeld, in dem du dich gerade befindest. Okay? Und dann verweilst du in dem anderen Feld, schließt deine Augen und stellst dir vor, gerne, wie goldenes Licht zu dir herabfällt, als Ausdruck von göttlichem Licht und göttlicher Liebe. Im Übrigen, wenn ich von Gott hier spreche, immer ohne religiöse Behaftung. Ich gehöre keinerlei Religion an. Oder Licht von der Quelle allen Seins, da wo wir alle herkommen, wenn Gott zu sehr bei dir negativ behaftet ist, wegen Kirche und so weiter. Und dann stehst du in diesem neuen Feld. Du kannst dir auch gerne eine andere Farbe nehmen, die dir gerade so als erster Impuls in den Sinn kommt. Und badest dich in dieser Farbe und stell dir einfach vor, wie du mit dem Einatmen diese Lichtenergie auch einatmest und dieser Lichtenergie auch erlaubst, mit dem Einatmen deinen gesamten physischen Körper zu durchfluten und zu durchpulsen und mit weiteren Atmungszügen auch über deinen physischen Körper hinauszuströmen auf alle Ebenen deines Seins. Und dann merkst du, wie du von einer anderen Energie umgeben bist. Mach das dann gerne so ein, zwei Minuten, wo du in diesem Feld verweilst. Mach dir bewusst, dass du den anderen Kram, dieses Drama hinter dir gelassen hast. Das mag nicht mit einem Mal getan sein. Das mag sein, dass du das immer mal wieder machen solltest und auch kannst. Aber weniger planmäßig, sondern wenn du das Gefühl hast, okay, da ist wieder ein Thema, da fällt es mir so schwer loszulassen. Ich ahle mich quasi, ich suhle mich in diesem Drama, in diesem Schlamm jetzt wieder gerade. Dann mach das immer wieder mit dieser liegenden großen Acht. Also in dem einen Feld nochmal bewusst dich drin suhlen in dieser Energie für 10, 15 Sekunden und dann bewusst eine Entscheidung treffen. Jetzt verlasse ich dieses Energiefeld hier, jetzt verlasse ich dieses Drama und dann gegenüber in den Kreis gehen und dir vorstellen, wie der mit einer wunderbaren Energie durchflutet und durchpulst wird und du diese Energie einfach einatmest und dich damit eben auftankst. Und das ist sehr, sehr wertvoll, sehr, sehr hilfreich. Christine schreibt, ich nehme die Situation in meine Hände wie ein Ball, sage alles, was kommt und dann lasse ich es los. Auch wunderbar. Sehr, sehr gut, Christine. Sehr gut. Weil da kann man auch diese Energie spüren. Man kann da auch mit dieser Energie ein bisschen spielen. Genau, sehr, sehr gut. Und dann kannst du eben auch hingehen, wenn du losgelassen hast, kannst du nochmal einen Energieball formen und dir vorstellen, wie die Energien der Freude, der Leichtigkeit, Spiel, Spaß, Gesundheit, Heiterkeit, Harmonie, was auch immer, dann kannst du damit deinen Energieball füllen. Und dir auch vorstellen, wie noch mehr von diesen wunderbaren Energien jetzt in diesen Energieball kommen. Du kannst dir vorstellen, wie die da einfach andocken. Du musst da keine Gedanken drum machen, wie das geht. Kannst dich drauf verlassen, das Universum, das weiß, wie das energetisch alles klappt. Du brauchst dir einfach nur vorstellen, da docken jetzt noch viel mehr Energien an. Kannst den Energieball dann immer größer werden lassen. Und dich dann so übergießen mit diesem Energieball. Sehr, sehr gut. Danke für diesen Tipp, Christine. Super. Ja, genau. Also das zum Thema Loslassen. Und dann bei allen Techniken, die ich dir hier jetzt schon mit auf den Weg gegeben habe, sei es heute, jetzt in diesem Stream hier oder in vorhergehenden einzelnen Tagen, was dir auch sehr, sehr helfen kann beim Loslassen.
Da gibt es so einen schönen Spruch, der da besagt, wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Wenn du dich in Problemen suhlst und ahlst, wir sind ja immer so dazu geneigt, wirklich in Problemen zu denken, statt in Lösungen zu denken. Wäre viel besser, wenn man von Anfang an, wir sehen ein Problem, eine Herausforderung, im Übrigen ein kleines Wortspiel, Problem, Pro. Das ist für dich, das ist ein Hinweis vom Universum, da gibt es ein Thema in dir, das jetzt angeschaut werden möchte, das gelöst werden möchte, wo du dich künftig anders verhalten solltest, wo du anders handeln solltest, was auch immer. Sonst würde es Kontraproblem heißen, also es ist Pro, Problem. Und dann sind wir so dazu geneigt, mit unserer ganzen Aufmerksamkeit und Energie in diesem, Entschuldigung, scheiß Problem drin zu stecken. Statt gleich zu erkennen, okay, da gibt es eine Herausforderung, ist so meine Herangehensweise, dass ich nicht in Problemen, sondern in Lösungen denke. Da gibt es übrigens auch ein schönes Wortspiel, das heißt Nipselt. Kannst du gerne mal googeln, diesen Begriff gibt es. Nipselt, nicht in Problemen, sondern in Lösungen denken. Und allem, was wir Aufmerksamkeit schenken, bekommt Energie und wächst. Das heißt, wenn ich schon mal dieses Wörtchen Problem eigentlich ein bisschen aus meinem Sprachjargon streiche und sage, okay, es ist eine Herausforderung jetzt. Es ist eine kleine Herausforderung, die ich meistern werde. Was mir auch hilft, ist die Denke, das ist ja interessant, wie ich das jetzt in mein Leben gezogen habe. Das ist ja interessant, wie ich das jetzt in mein Leben gezogen habe. Also so ein bisschen auf eine amüsante Weise, weil damit gehst du weniger in Resonanz mit dieser problematischen Energie, gehst energetisch gesehen in die Beobachterrolle und kannst das quasi als Außenstehender auf eine andere Art und Weise handeln. So, und wenn du dann die Entscheidung triffst, okay, ich höre jetzt auf, in diesem Problem zu denken, sondern ich denke jetzt in Lösungen. Und dann kommen wir nochmal zu dem Sprichwort, wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Wenn du selbst dann denkst, da ist keine Lösung in Sicht, ich habe überhaupt keine Idee. Dann lass los. Und das kennst du bestimmt auch schon aus früheren Situationen, wo du schier ausweglose Situationen mit irgendwas hattest und irgendwann keine Lust mehr hattest. Dann hast du eigentlich damals vielleicht unbewusst, jetzt kannst du es künftig bewusst machen, losgelassen. Und hast vielleicht gedacht, es ist mir jetzt gerade wurscht, ist mir ganz egal, wie das jetzt weitergeht, mag jetzt nimmer. Und schon ist von irgendwo die Lösung hergekommen. Und genau das machst du oder kannst du machen, indem du dann einfach loslässt, indem du dich einfach mal loslässt und sagst, okay, weiß jetzt gerade nicht weiter, ich lasse los. Und was dir dann hilft, ist einfach mal nichts zu machen, überhaupt nichts. Früher gab es so der Begriff, der so sehr in Vergessenheit bei uns heute geraten ist, der auch ja nicht gut angesehen ist oder verpönt ist. Müßiggang nennt man das. Einfach sich mal eine Auszeit nehmen, vielleicht sogar einen ganzen Tag und einfach mal nichts machen. Nichts, ja, gar nichts. Einfach mal nur da sein und einfach mal nur den Körper beobachten vielleicht. Was, Körper, was willst du als nächstes? Wenn der Körper sich hinsetzen will, dann setzt du dich hin. Wenn er sich hinlegen will, dann legst du dich hin. Wenn draußen schönes Wetter ist, dann schaust du einfach mal und beobachtest vielleicht stundenlang mal die Wolken, wie sie vorbeiziehen oder den Sternenhimmel nachts. Also machst in der Richtung einfach mal nichts. Und wenn dein Denker dir sagt, du könntest doch statt jetzt hier faul auf der Couch zu liegen, das und das machen, dann geh auch da in die Beobachterrolle und sag dem Denker, okay, ich mache jetzt hier dennoch nichts, es läuft nichts weg, auch das ist gut, dass mir nichts wegläuft, sondern ich lasse jetzt hier einfach mal los. Wenn du den Impuls hast, es dir einfach gut gehen zu lassen, dass du dich mal in die Badewanne legen willst, dann entspann in der Badewanne und mach so in der Richtung einfach mal nichts oder hock einfach da, ohne etwas zu machen. Gar nichts. Beobachte die Gedanken, mach mal gar nichts. Und dann wirst du merken, wie du da auf die Art und Weise einfach auch
loslässt, wie du entspannst. Und dann können nochmal Lösungen zu dir kommen. Das Universum zeigt dir dann den Weg. Okay? Christine, was nicht meins ist, ist sofort weg. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Super Einstellung. Sehr gut. Genau. Ja. Was habe ich mir noch so als Stichwort hier aufgeschrieben, was ich dir noch mit auf den Weg geben möchte? Ach so, wenn es dir schwer fällt, zwei Dinge noch. Selbstvorwürfe habe ich hier noch als Stichwort. Wenn du dich jetzt damit beschäftigst und dazu geneigt bist, dir selbst Vorwürfe zu machen, weil du in der Vergangenheit dies oder jene Situation in dein Leben gezogen hast oder dich so oder so verhalten hast, dann mach dir bitte bewusst, du konntest aufgrund deiner damaligen Prägungen und Themen nur so handeln, wie du eben gehandelt hast. Das heißt, du wirst immer handeln und agieren aus bestem Wissen und Gewissen. Und deshalb vergib dir das, dass du damals, oder machst dir bewusst, dass du damals so gehandelt hast, wie du eben gehandelt hast, weil da irgendwelche Programme in dir angetriggert wurden und du dich deshalb so verhalten hast. Also hör auf, dich deshalb jetzt selbst zu be- oder verurteilen und in den Krieg mit dir zu gehen. Und bei anderen Dingen, wo es dir vielleicht schwerfällt, loszulassen, egal jetzt was es ist, sind Situationen, Menschen oder auch Gegenstände, also materielle Dinge, dann mach da auch mal Pro und Contra, ein Brainstorming. Was bringt es dir, wenn du weiter daran festhältst, und was bringt es dir, wenn du loslässt? Dann hältst du dir auch vor Augen Pro und Contra, und das ist auch eine wunderbare Geschichte, wo es dir dann einfacher fällt, leichter fällt, eben loszulassen und dich zu befreien. Und eben, das ist der nächste Aspekt, indem du dich befreist, indem du loslässt, hast du auch wieder Platz für wunderbare, neue, erfrischende Energien, die zu dir fließen möchten, und öffnest dich denen dann eben auch. Okay? Also, meine Liebe, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag mit der Freude im Herzen, mit ganz viel Loslassenergien und ganz vielen Energien, die jetzt neu zu dir kommen möchten und auch zu dir fließen möchten. Drück dich ganz lieb. Wir sehen uns morgen nochmal in alter Frische um 8 Uhr. Bis dahin. Ciao, ciao.